Willkommen zurück zu Plague Incorporated. Weiter geht's mit dem Hauptspiel. Und zwar, nicht dem Virus, huch. Und zwar die Biowaffe, unser letzter normaler Erreger hier. Danach gibt es noch weitere. Und zwar hier unten rechts gibt es noch die speziellen Erreger. Wir haben unter anderem den Neuroxwurm, den Necroa-Virus, die Affengrippe und die Schattenpest. Die würde ich mir auch ganz gerne anschauen. Vielleicht nicht auf mega brutal, aber einmal auf jeden Fall anspielen, damit ihr die auch mal sehen könnt. Ansonsten beginnen wir jetzt hier erstmal mit der Biowaffe und wieder mega brutal. Und der Name Androstress, Name ist Programm, ich habe es wieder zurückgeändert. Wir haben hier die Bonus-DNS, wir haben den Landbonus, wir haben die statischen Symptome. Auch wenn man hier genauso gut die statischen Fähigkeiten nehmen könnte, wobei das tatsächlich sogar besser wäre. Dann haben wir hier die Übertragungsmutation und die Widerstandsfähigkeit. Und dann starten wir das Ganze. Und zwar wie immer in China. Da holen wir uns direkt die Punkte, beschleunigen ein bisschen. Und dann haben wir die Info, der Biowaffenkrankheitstyp. Androstress ist eine Biowaffe, die unabsichtlich freigesetzt wurde. Du wirst automatisch mit der Zeit tödlicher. Kannst alle infizieren, bevor du deinen Überträger tötest. Ja, hier haben wir die Biowaffe. Und ihr seht auch gleich, es gibt eine Menge Spezial-Upgrades. Insgesamt sind das 10 Stück. Ja, 10 Upgrades gibt es hier. Normalerweise gibt es nur 3 oder eben bei den Pilzen gibt es irgendwie, keine Ahnung, 7, 14, 15 Upgrades. Also das ist ja auch schon eine ganze Menge. Und wie schon eben gesagt, wird sie immer tödlicher und das müssen wir verhindern, indem wir eben diese ganzen Upgrades holen. Zum Beispiel hier modifizierte Gene deaktivieren, das senkt die Tödlichkeit. Dann haben wir hier Genkomprimierung, das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass mit der Zeit tödliche Gene freigeschaltet werden. Und hier haben wir die Nukleinsäure-Neutralisation. Und das setzt die Tödlichkeit eben zurück. Und die müsste man dann benutzen, um eben die Seuche ein bisschen in Schach zu halten, damit wir erstmal die gesamte Weltbevölkerung infizieren können. Und jetzt kommt meine Taktik zum Spiel. Wir machen nichts davon. Wir lassen sie automatisch tödlicher werden, damit wir eben gleich irgendwelche Leute einfach umbringen. Und da wir immer tödlicher werden, am Ende einfach die gesamte Welt umbringen können. Also das ist die Taktik dahinter. Und wir holen uns hier erstmal Arzneimittel Resistenz 1. Und dann holen wir uns noch ein paar mehr Punkte. Und zwar holen wir uns natürlich wieder Hautläsionen. Und dann brauchen wir insgesamt 14 Punkte dafür. Und da haben wir schon 12. Und da haben wir 15, sehr schön. Da holen wir uns Ausschlag, Schwitzen und Hautläsion. Und dann hier drüben auf der anderen Seite Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Und da brauchen wir auch nochmal ein paar Punkte mehr. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele. Das waren 11. Ja, 11 Punkte brauchen wir. Und wir haben auch schon hier ganze 300 Leute infiziert, was natürlich starke Leistung ist. Man sieht einen klitzekleinen Strich von der Infektionszahl. Und wir haben 11 Punkte. Und wir holen uns weiter das hier nochmal. Also Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Und ihr seht auch schon, die Tödlichkeit ist hochgegangen. Also so ein klitzekleines bisschen. Ich glaube nicht, dass Durchfall dafür sorgt. Doch, tödlichen Flüssigkeitsmangel. Aber an sich wird die Krankheit auf Dauer tödlicher. Und nicht mehr lange, wir werden auch unsere ersten Tote hier sehen. Und wir haben Russland, glaube ich. Nee, Kasachstan. Das war ziemlich dicht an der Grenze, deshalb, ja, habe ich ein bisschen verwechselt. Dann holen wir uns Viehbestand 1, damit das in Ländern wie Indien und Russland vor allem schneller geht. Und da haben wir gerade Japan bekommen, das erste Land, das per Flugzeug infiziert wurde. Und Schiffe verwenden neues Reinigungsverfahren. Dagegen müssen wir leider was tun, denn wir wollen ja weiter Länder infizieren. Und ich verlangsame mal hier kurz, damit wir eben wieder da Wasser einholen können. Ja, Schiffe wieder infizierbar.
Und jetzt kommen bitte auch mal langsam Schiffe raus, die infiziert sind. Und dann noch Vogel 1, damit wir eben benachbarte Länder, vor allem in ländlichen Regionen, also da, wo viele Länder sind, zum Beispiel hier in Afrika, damit das eben ein bisschen schneller geht. Und Australien ist das erste Land, was wir per Schiff infiziert haben. Und Zysten wurden mutiert. Ja, das lassen wir einfach. Das ist einfach nur ein bisschen infektiös. Und wir wurden gerade eben entdeckt. Deshalb beginne ich schon mit der Heilmittel, mit der Resistenz da. Wie hieß sie nochmal? Die genetische Verhärtung. Ja, das war's. Und wir haben inzwischen schon 11 Millionen. Und das lassen wir so weiterlaufen. Wir haben die USA infiziert, was sehr schön ist. Um das nochmal ein bisschen zu beschleunigen, hole ich mir Nagetier 1, Vogel 2 und später dann auch noch Viehbestand 2. Korea startet Arbeit an Heilmittel. Und dann seht ihr schon, wir haben schon einen ziemlich großen Anteil der Weltbevölkerung infiziert, 20%, und wir haben fast 50 Millionen Tote. Also das ist nicht schlecht. Nicht schlecht, muss man wirklich mal sagen. Es ist eine ganze Menge. Und wir sind gerade mal, keine Ahnung, ein halbes Jahr beim Spiel. Und wir haben eine Menge Punkte. Dafür holen wir uns das. Und Arznei mit Resistenz 2 braucht leider noch ein paar mehr Punkte. Und zwar genau noch einen Punkt mehr. Dann haben wir die Punkte und holen wir uns Arznei mit Resistenz 2. Und so langsam beginnen wir mit den Krankheiten, die die Forschung verlangsamen. Androstress auf Beobachtungsliste gesetzt. Das ist natürlich sehr schön. Auch wenn ich nicht unbedingt gerne beobachtet werden möchte. Wir haben jetzt noch Viehbestand 2. Und wie gesagt, hier holen wir uns praktisch gar nichts. Weil wir wollen ja am Ende tödlich sein. Holen wir uns Schlafstörungen, Paranoia, Anfälle, damit wir auch Wahnsinn, Lähmung und Koma bekommen. Und die Heilmittelforschung ist auch schon bei 7%. Also nicht schlecht. Und wir haben Madagaskar. Sehr schön. Die USA ist fast komplett infiziert. Dann könnten sie auch mal langsam die Karibik befallen. Und dann noch natürlich Grönland. Und Island haben wir auch. Das ist sehr gut. Dann holen wir uns hier Kälteresistenz und hier Insekt 1. Und bei den Symptomen, ja, wir lassen es noch mal kurz ein bisschen. Und dann sammeln wir hier noch ein paar Sachen, da noch ein paar Sachen. Okay, jetzt läuft die Forschung schon ganz gut an. Also Lähmung und Koma. Für Wahnsinn reicht es nicht ganz. Und von 28 auf 22. Karibik ist infiziert. Und jetzt brauchen wir nur noch Grönland. Aber praktisch alle Häfen sind schon geschlossen. Deshalb könnte es ein bisschen schwierig werden. Komm schon. Wir holen uns außerdem jetzt Wahnsinn. Und schauen wir mal. Nee. Ich würde sagen, erstmal nichts. Oh, wir haben schon 24% der Weltbevölkerung getötet. Okay, da mache ich jetzt noch mal was dagegen. Und zwar hier Nukleinsäure-Neutralisation. Setzt die Tödlichkeit zurück und wir haben Grönland. Sehr schön. Und ihr seht, die Zahl der Toten wächst nur noch ganz langsam. Also wir haben eben die Tödlichkeit zurückgesetzt. Es tötet jetzt langsamer. Und wie sieht's aus? Welche Länder haben wir noch nicht infiziert? Marokko und Westafrika. Und da haben wir gerade, nee, wir haben Algerien bekommen, aber nicht Westafrika. Also warten wir noch ein bisschen. Die Krankheit wird ja an sich tödlicher. Also müssen wir eigentlich nur noch dafür sorgen, dass die Forschung eben nicht so weit kommt. Und dass die Infektionsgefahr immer schön oben bleibt. Dann haben wir das, das und das. Und dann holen wir uns einfach noch Immunsuppression, weil es schön infektiös ist. Und noch Lungenödem. Und dann läuft das Ganze. Nekrose mutiert. Stopp. Ich will nicht. Wir sind so schon extrem tödlich.
Deshalb müssen wir da ein bisschen aufpassen. Vor allem hier in Grönland könnte es schwierig werden. Und eigentlich in Gesamtafrika. Deshalb würde ich da sagen, holen wir uns hier noch Blut 1. Und was könnten wir noch machen? Keine Ahnung, Lungenfibrose vielleicht. Weil es noch ein bisschen infektiöser ist. Und ansonsten würde ich sagen, warten wir noch ein bisschen. Wir haben Westafrika. Jetzt fehlt nur noch Marokko. Finnland in Anarchie verfallen. Und Grönland geht jetzt auch so langsam ab, auch wenn da eine Menge Tote dazukommen. Ich verlangsame mal ein bisschen, damit wir das gut verfolgen können. Island ist auch gerade dabei zu fallen. Etwa ein Viertel sind tot, ein Viertel sind infiziert. Selbe hier in Grönland. Ich glaube, ich hole nochmal Kälteresistenz 2. Und Insekt 2. Wir haben eine Menge Punkte, deshalb können wir da eine ganze Menge eigentlich machen. Und jetzt geht auch die Post ab hier in Grönland. Island ist fast komplett infiziert. Ja, da haben wir es. Und Grönland auch so ziemlich am Ende. Und jetzt würde ich ganz gerne nochmal die Nukleinsäure-Neutralisation machen, damit wir hier die restlichen Länder infizieren können. Zum Glück sind noch alle Länder infiziert. Und jetzt brauchen wir halt eben nur noch ein bisschen Zeit, bis eben die ganzen Länder glühend rot sind. Projektil wirken super Symptomkombo. Marokko ist ein bisschen langsam dran, Angola, Südafrika, Dysentrie mutiert. Das hätten wir nicht so gern, weil wir eben so schon sehr tödlich sind. Komm schon, Marokko und Angola. Dann beschleunigen wir nochmal ein bisschen. Da haben wir so ziemlich Angola fertig. Angola und Marokko fehlen noch. Also Marokko haben wir hier. Gesamte Menschheit ist infiziert. Dann können wir hier auch die ersten paar Upgrades wieder wegnehmen. Und das hier zum Beispiel, das hier zum Beispiel. Und jetzt holen wir uns vollständiges Organversagen und Nekrose. Ist das nicht schön, Leute? Einfach die gesamte Menschheit in einem Schlag zu vernichten. Finde ich schön. Muss man schon sagen. Vielleicht hätte ich mir auch einmal Heilmittel, Forschung zurücksetzen lassen sollen, also hier Genombildung 2. Aber naja, so schlimm wird es jetzt auch nicht sein. Ob die weit mit der Heilmittelforschung sind. Ich meine, es ist mir eigentlich relativ egal, wenn ich die gesamte Menschheit umbringe, dann bringt ihnen auch keine Heilmittelforschung was. Die sind bei 75% und wir haben noch eine halbe Million, 100.000, 50.000 und tot. Ja, das war's. Ja, die Tödlichkeit, ihr seht das, diese beiden Zacken, da habe ich beide Male die Nukleinsäure-Neutralisation gemacht, sonst wäre das eben extrem stark angestiegen. Und dann hätten wir nicht genug Leute infiziert, also im Grunde ist es hin und wieder nötig, das zu machen. Dann haben wir hier den Weltverlauf. Ja, und ihr seht auch diese beiden Haken, also im Grauen, vom Rot zum Grauen, da sind eben diese beiden Haken weiter unten bei 25% und einmal oben bei 85%. Da habe ich wahrscheinlich beide Male die Nukleinsäure-Neutralisation gemacht, damit das eben nicht so tödlich wird. Von der Infektion her spiegelt das quasi genau das wider. Also auch die Nukleinsäure-Neutralisation. Die wurde sehr stark verlangsamt, dadurch, dass viele Leute gestorben sind. Aber danach ist es sehr viel stärker angestiegen. Und weiter oben natürlich auch. Dann noch den Heilungsverlauf. Ja, sie haben 75% geschafft. 520 Tage, nicht schlecht. Und da haben wir die Bewertung. DNS-Sequenz komplex, Schwierigkeitsgrad mega brutal, Krankheitstyp Bioweapon, okay, Biowaffe halt. Zeit 520 Tage, Heilmittelfortschritt 75%, Gesamtwertung 33.880 Punkte. Wie gesagt, hätte ich noch einmal Genombildung gemacht, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen besser geworden. Aber gut, ich bin ganz zufrieden damit. 4 von 5 Sternen. Und dann können wir es verlassen.
Also Leute, das war's. Beim nächsten Mal schauen wir uns hier wahrscheinlich den Neuraxwurm an und danach die anderen Sachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal ein Like da lassen und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!